Heute geht es um ein Taschenmesser und zwar um das Opinel Nummer 6 in Carbonstahl. Das ist ein sehr bekanntes Taschenmesser, made in Frankreich. Es ist halt das 6er Modell, das ist eine relativ kleine Ausführung. Und es ist für, ich sag mal, relativ kleine Hände. Also für mich ist es, ein bisschen zu klein. Es gehört auch meiner Freundin. Ich habe ihr das mal gekauft und es ist so ihr EDC, kleines Taschenmesser. Und Carbonstahl, schöne Patina drauf, sauscharf. Und da habe ich so eine kleine Lederscheide gebastelt aus so einem Lederfetzen und hier mit einer Stecherhalle habe ich vom Victorinoxy ein paar Löcher reingemacht und so ein Lederband durchgezogen und hier so ein paar Holzperlen drin gemacht. Fand es ja ganz toll und es kommt so und dann schmeißt du das in eine Umhängetasche. Ich habe das Messer mal über einen Chromoxid-Riemen und hier ein paar Mal übers Leder gezogen. Das rasiert dann auch wieder gleich. Es ist wirklich ein super scharfes Messer dann. Ne? Und ja, hier Patina drauf durchschneiden, Carbonstahl. In der Gesamtlänge ist das Taschenmesser etwas von der Länge her gucken wir mal, was haben wir denn hier genau, machen wir mal auf Dings, so 16,5 cm, Klingenlänge etwas so um die 7,12, ja. So. Und das ist ein niedliches kleines Taschenmesser. Ne, hier mit diesem Vibro-Block oder wie das heißt, arretiert, kein Klingenspiel. Kleines Taschenmesser. Ist in Ordnung. Ne, mal zum. Boah. Mensch. So, jetzt mal zum Größenvergleich. Hier ist es ein Opinel Nummer 8. Mal sehen. Ah, ist doch ein bisschen kleiner. Und also sieht. Also für mich ist das hier definitiv. Vielleicht sogar das 9er wäre für mich sogar noch ein bisschen besser. Aber 8 ist okay für die Hosentasche. Gutes EDC-Messer. Ne? Und ja. Das ist das Opinel Nummer 6. Gut. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.